Ich denke, der wichtigste Unterschied zum kommerziellen Porno mit meinen Filmen ist, dass die meisten Pornos von Männern für Männer gemacht werden. Und ich drehe Filme aus weiblicher Sicht, für Frauen, teilweise auch für Paare. Und bei mir steht eben die weibliche Lust im Vordergrund. Es geht nicht um Männerfantasien, sondern es geht um Frauenfantasien. Ich zeige Frauen, die mal so richtig verwöhnt werden. Es geht um ihre Lust, um ihre Orgasmen. Und der männliche Orgasmus oder die männliche Lust steht etwas mehr so im Hintergrund. Also die Inspiration für meine Erotikfilme sind natürlich meine eigenen Fantasien, sind aber auch die Fantasien, die Freundinnen mir erzählt haben. Und ganz wichtig, das, was die Frauen, die Darstellerinnen sind in meinen Filmen, was die erleben wollen in dem Film, das ist natürlich auch eine Inspiration. Das Wichtigste bei meiner Auswahl der Darstellerinnen und Darsteller ist, dass die eine Persönlichkeit haben und eine Individualität haben. Ich mag nicht diese geklonten Pornostars, wo alle Frauen diese Acrylnägel haben und die Plastikbrüste oder die Männer alle mindestens 20 cm langen Penis. Mir geht es darum, was haben die im Kopf, was haben die im Herz, sind die sexuell befreit? Bei den Männern ist es mir extrem wichtig, können die eine Frau verwöhnen, können die damit umgehen, dass bei unseren Drehs die Frauen das Sagen haben, ganz klar, die Darstellerin mit ihrer Lust und ich als Regisseurin. Und das ist mir wesentlich wichtiger, als wie die denn aussehen. Es entsteht einfach ganz viel im Teamwork. Das heißt, die Darstellerinnen haben viele Ideen und vieles passiert einfach spontan. Und bei mir darf eben auch gelacht werden auf dem Set. Und es gibt jetzt nicht so enge Zeitvorgaben, jetzt aber schnell, wir haben nur noch 2 Stunden und dann müssen wir die nächste Szene drehen. Wir haben Zeit, wir haben Raum zum Atmen und auch spielen und uns ausleben. Und der Dreh hat einfach unheimlich Spaß gemacht. Ich glaube, alle haben es unheimlich genossen und es hat geknistert. Und ja, es war sehr bereichernd für uns alle. Auch menschlich kommt man sich da unheimlich nah bei diesen Drehs. Das ist jetzt nicht so, dass die dann alle ihre Taschen packen und nach Hause gehen nach einem erfolgreichen Drehtag. Wir sitzen dann noch bis spät in die Nacht zusammen und trinken Sekt und erzählen bis in die frühen Morgenstunden. Und das ist sehr bereichernd. Bei den Sexszenen ist es so, dass ich eigentlich gar keine Regie mache. Ich bin da ganz behutsam. Ich bin da beobachtend mit dabei, mit der Kamera, versuche die schönsten Bilder einzufangen von dieser erotischen und der intimen Begegnung. Und ich würde nie, um die perfekte Einstellung für meinen Film zu bekommen, auf einen Orgasmus von der Darstellerin verzichten. Also wenn ich jetzt was drehe und ich merke, sie ist jetzt total angetörnt und könnte vielleicht gleich kommen, da würde ich jetzt nie sagen, so jetzt aber Stellungswechsel. Ich hatte jetzt schon genug von der Missionarstellung, ich brauche jetzt mal eine andere Stellung. Also da greife ich nicht ein, da bin ich ganz behutsam. Und die Darstellerinnen und Darsteller, die machen das, worauf sie Lust haben. Ich glaube, dass bis vor wenigen Jahren noch es immer so schien, als seien Feminismus und Pornografie ein absolutes Gegenteil und nicht miteinander zu vereinbaren. Ich bin selber Feministin und ich war in der Anti-Porno-Bewegung aktiv in den 80er Jahren. Aber mittlerweile geht es mir so, dass ich sage, ich liebe Sex, ich liebe Filme und es ist ein Mangel da an Sexfilmen für Frauen. Und da habe ich ein Recht drauf, dass es diese Filme gibt. Und ich denke, es ist kein Gegensatz mehr. Man kann Feministin sein und dennoch pornografische Filme drehen, wenn diese Filme alle Menschen, die darin vorkommen, mit dem größten Respekt behandeln und einfach auch weibliche Lust und Selbstbefreiung ein Stück feiern. Also traditionell sehen wir in Pin-Up-Fotos und Pornos immer nur die Frau als Sexobjekt. Wir sehen nie den Mann als Objekt der Begierde. Wenn eine Frau schöne, nackte Männer sehen will, muss sie sich schwulen Pornos angucken. Und das wollte ich eben verändern, weil ich gucke mir gerne einen schönen Männerkörper an. Ich schaue gerne einem Mann bei der Masturbation zu. Und das ist jetzt so einer der typischen Merkmale eines Petra Joy-Films geworden, dass da eine hübsche Solo-Männer-Masturbationsszene mit dabei ist. Dass Frau sich zurücksetzen kann, zurücklehnen kann, den Mann sich anschauen kann und einfach mal auch Voyeurin ist. Ich wünsche mir, dass meine Filme dazu beitragen, Frauen zu inspirieren, ihre Fantasien auszuleben und auch es sich zu gönnen, sich einfach mal mit einem schönen Erotikfilm zu verwöhnen. Also sich einen Film zu kaufen, der einen antönt, wo Frau dazu ein schönes Glas Wein trinken kann und sich vielleicht mit einem Sexspielzeug
verwöhnt. Und es geht mir auch darum, so ein bisschen Männern zu zeigen, wie Frauen eigentlich ticken, wie Frauen eigentlich gebaut sind und was uns wirklich anmacht. Denn die Darstellung weiblicher Sexualität im kommerziellen Porno, die ist doch recht verzerrt. Also ich kenne eigentlich keine Frauen, die jetzt zum Beispiel auf doppelte Analpenetration stehen. Also ich bin da etwas realistischer in der Darstellung, was Frauen Lust bereitet. Und deswegen zeige ich zum Beispiel gerne, dass Frauen viel oral verwöhnt werden, statt dass sie immer nur den Mann oral verwöhnen. Ich kümmere mich mittlerweile als Mentorin um den Nachwuchs, damit es andere und neue Filmemacherinnen gibt. Ich würde gerne weiter Filme drehen, schönere, größere Filme mit besserem Budget. Ich würde auch gerne erotische Partys organisieren für Leute, damit sie sich alle so richtig schön verwöhnen lassen können, die anderen Frauen. Oder auch sexuelles Spielzeug designen. Ja, also es gibt ganz, ganz viele Baustellen noch, an denen ich aktiv bin und ich hoffe, noch ganz viel erreichen und bewegen zu können. Und ja, wir werden sehen, was noch alles passiert.